Hallo, heute gibt es den vorletzten Teil von meiner Cherry Culture Bestellung. Das war jetzt schon ganz schön viel und ich bin jetzt auch dann schon selber froh, wenn ich das alles endlich abgedreht habe, also die ganze Bestellung und ich die ganze Sache endlich in meine Schminksammlung einsortieren kann. Und ja, heute gibt es die LA Splash Sachen, die ich mir bestellt habe. Und ja, am besten wir beginnen gleich einmal. Beginnen wir mal mit einem Lippenstift, den ich mir bestellt habe. Das ist die Farbe Walk in the Clouds. Sieht so aus von der Verpackung her, ganz nett. Und ist eben so ein Pink, ein richtig flashiges Pink. Mit so einem etwas magentafarbenen Unterton irgendwie. Seht mal, ich habe es euch hier auf der Hand geswatcht. Also ein etwas dunkleres Pink, nicht so richtiges, so richtiges normales Pink. Es hat irgendwas Besonderes, finde ich, was mir sehr gut gefallen hat. Auf alle Fälle ist es total flashig. Es kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht so flashig rüber wie in Wirklichkeit, aber es ist wirklich das total flashige Orge-Pink eben. Und ja, ich finde es von der Verpackung her auch so nett bei diesen Strichen hier, seht ihr das? Finde ich total hübsch. Und ja, dann habe ich mir bestellt 3 Pigmente und beginnen wir mal mit einem Glitzer-Glitzer-Glitzer-Pigment. Das ist so für Body and Face. Und ich habe es jetzt leicht offen lassen, weil das aufzubekommen ist echt nicht lustig. Also da ist drinnen nämlich so was Schwarzes, so ein schwarzer Teil, wenn ihr das sehen könnt. Und den rauszubekommen, das war gerade eine Herausforderung. Ich habe es mit dieser Pinzette hier rausgeholt dann letztendlich. Also das ist nicht so toll, aber es lohnt sich. Schaut mal Leute, das total hübsche lilane Glitzer-Glitzer-Pigment. Ich glaube, es glitzert jetzt in diesem Video viel, viel weniger, als es in Wirklichkeit glitzert. Es ist Hammer, Bomben, Affen, geil. Wirklich, das glitzert, ihr könnt euch das jetzt gar nicht vorstellen, man sieht das jetzt wirklich nicht so in Wirklichkeit. Es glitzert in allen möglichen Farben, es ist mein Traum, es glitzert in rosa, grün, blau. Ein Lila, das in rosa, grün, blau und so weiter glitzert, es ist einfach wunder, 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 wunderschön. Es ist einfach eines der geilsten Pigmente, die ich jemals gesehen habe. Eines der wunderschönsten Farben vor allem. Ich habe es euch jetzt hier mal geswatcht, also dieses Lila hier. Vielleicht seht ihr es hier ein bisschen besser, wie das glitzert. Es wird im Video niemals so rüberkommen in Wirklichkeit. Also es glitzert, 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 glitzert. Es glitzert einfach nur. Es ist so ein wunderschönes, helles Lila, was einfach wirklich in allen Farben so wunder, wunder, wunderschön glitzert. Es ist wirklich bombengeil. Bombengeil, sage ich euch. Wirklich einer der geilsten Farben, die ich, glaube ich, besitze. Es ist wunderschön. Also ich bin total froh, dass ich das jetzt habe. Schaut nochmal. Es ist einfach total toll. Man muss sich das wirklich vorstellen, es glitzert einfach. Es glitzert wirklich total schön. So, dann kommen wir zu diesen, wie heißen die? Sparkle and Glitter Pigmenten. Jetzt habe ich mir einmal dieses hier geholt. Und zwar in der Farbe Starfish Pink. Das sieht so aus. Das sieht man durch. Ups. Und das sieht auf der Hand so aus. Ja, es ist so ein rosa Ton. Ich würde sagen, so ein lachsfarbener Ton eher. Und das schimmert total hübsch. Ich hätte mir halt erwartet, dass es auch viel mehr glitzert, weil eben auch Sparkle dabei steht und so. Ich meine, es glitzert ein bisschen, aber es schimmert viel mehr. Es ist trotzdem eine sehr interessante, hübsche Farbe. Ich hoffe, das kommt nicht allzu verfälscht drüber jetzt. Ein bisschen glitzert es auch, aber ja, ist ganz okay. Und ich habe mir davor noch eine andere Farbe geholt, und zwar Ocean Pearl. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, von dieser Farbe bin ich ein bisschen enttäuscht. Von Ocean Pearl hatte ich mir so ein wunderschönes, glitzerndes, schimmerndes, muschelfarbenes Weiß erhofft irgendwie. Und im Endeffekt ist es dieses Weiß hier. Das irgendwie einfach nur aussieht, als wenn ich mit der weißen Base gemalt hätte. Also das schimmert nicht, das glitzert nicht, das ist einfach nur weiß. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil das ist eben von diesem Sparkle-Pigment, oder wie heißt das genau? Glitter, Sparkle and Glitter. Und wenn das Sparkle and Glitter-Pigment heißt, gehe ich auch davon aus, dass es eben schimmert und glitzert und so. Aber das tut gar nichts, das Weiß. Ich meine, das Lachsfarbene glitzert wenigstens ein bisschen und schimmert, aber das Weiß ist einfach nur matt, ein mattes Weiß. Und im Prinzip ist es ja nicht schlecht, ein mattes Weiß zu besitzen. Nur erstens besitze ich schon genug matte Weißtöne. Und zweitens habe ich mir ein Glitzerpigment bestellt. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen schade, aber kann man nichts machen, ne? Ja, also, das war es jetzt eigentlich auch schon mit den LA Splash Sachen.
Mein Favorite davon ist dieses Pigment hier, das Lila. Das ist einfach oberhammergeil. Es ist so wunderhübsch. Ich könnte es mir jetzt stundenlang ansehen, so hübsch ist das. Und ja, dann postet mir mal eure Meinung zu den Produkten drunter. Ihr könnt sie nochmal ansehen. Vielleicht habt ihr auch schon was davon ausprobiert, dann bitte sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!